So, hallo und herzlich willkommen auf dem Acker. Naja, quasi im Wald, weil irgendwann werde ich den Acker noch aufforsten. Also das ist der Familienacker unserer und dementsprechend darf ich hier das tun, was ich gleich zu tun gedenke. Nämlich, ich möchte mal, das habe ich schon jetzt ein bisschen heimlich für mich selbst ohne euch gemacht, aber ich möchte mal mein Zelt aufbauen und euch zeigen, denn es ist ein schönes Zelt und es ist ein tolles Zelt und ich bin ziemlich begeistert von meinem Zelt. So, also das ist ein Abisko Light 2 von der Firma, die auf ihre Produkte alle diese kleine lustige Fahne hier drauf näht. Vielleicht weiß es schon jemand. Alternativ ist es die Firma, die auf all ihre Produkte diesen Schriftzug mitsamt dem roten Füchschen draufschreibt bzw. draufklebt. Und das heißt, ich habe hier ein tolles Fjällrevenzelt. Zur Historie von Fjällrevenzelten kann man jetzt sagen, die waren eigentlich immer nicht schlecht. In letzter Zeit sind sie aber, habe ich den Eindruck und habe ich ein wenig in der Fachliteratur nachverfolgt, nochmal erheblich besser und teurer geworden und sind jetzt nur noch geringfügig von der Qualität hinter einem Hilleberg-Zelt anzusiedeln, also gefühlte Qualität. Ob man da noch sichtbare Unterschiede bemerkt, ja, das kann man sich streiten, aber zumindest nach dem, was ich gelesen habe, die gefühlte Qualität liegt jetzt nur noch ganz, ganz wenig hinter einem Hilleberg-Zelt. So, der Preis auch. Nein, also das ist schon nochmal, da ist ja schon nochmal ein Unterschied. Also das sind schon ein paar hundert Euro, die da die Differenz ausmachen. So, ja, und wie gesagt, ein Abisko Light 2 für zwei Personen habe ich zu dem Zweck, dass ich ja nach Schweden möchte und in Schweden dann ein tolles Zelt brauche. Ja, und das baue ich jetzt auf und dann zeige ich euch all die vielen kleinen, fusseligen, tollen Details, die dazu führen, was habe ich mich in dieses Zelt so verliebt. Aber ach nee, halt, Moment, ich muss erst die Komponenten dieses Sackes vorführen, bevor ich was aufbauen kann. Dann stellen wir die Kamera mal noch ein kleines bisschen weiter weg. Ups. Dass man besser sieht, was ich jetzt zeige. Also zunächst mal, der Sack an sich ist in der Farbe vom späteren Zelt. Wie jeder Zeltsack ist der Sack selber nicht wasserdicht. Das wäre auch schlecht, wenn man da nämlich ein nasses Zelt reinpackt und der Sack ist wasserdicht, dann kann das Zelt im Sack ja überhaupt nicht trocknen und bleibt ewig und drei Tage nass. Und das möchte man dann ja vielleicht auch nicht unbedingt. Viel trocknen tut es im Sack sowieso nicht, aber wenn der wasserdicht wäre, also so eine richtige Plastikhülle in Anführungszeichen, dann wird das Zelt vielleicht auch irgendwann zu schimmeln in Anführungszeichen anfangen. Ist ja alles Kunstfaser. Sollte also eigentlich nicht schimmeln können, aber sag niemals nie. Es ist auf jeden Fall bestimmt nicht gut fürs Gewebe, wenn es ewig lang im nassen Sack verweilt. Generell sollte man ja sowieso ein Zelt im nassen Zustand so kurz wie möglich nur im Packsack transportieren. Das bleibt natürlich auf einer Trekkingtour nicht aus, aber wenn man es vermeiden kann, dann sollte man dies auch tun. Gut. So, jetzt, der Sack hat, wie man hier hin und wieder schon hervorblicken sehen kann, Kompressionsriemen, das finde ich schon mal super, ich hatte noch nie einen Zeltsack mit Kompressionsriemen und die Strategie, weshalb die Kompressionsriemen dran sind, ist, dass man den Gestängebeutel, das ist der Gestängebeutel, entsprechend außen am Zelt befestigen kann, weil das hat den Zweck, dass man theoretisch noch einen zweiten Gestängebeutel mitführen könnte und hätte dann eben entsprechend zusätzliches Gestänge. Wozu das gut sein soll, dazu kommen wir dann gleich noch. Was ich auch raffiniert finde, wenn man den jetzt entkomprimiert, dann sieht man es ganz gut. Der Gestängebeutel lässt sich außen am Zelt eben auch nochmal fixieren, indem da hier nochmal so ein zusätzlicher kleiner Verschluss ist, damit man den auch ja nicht verliert. Da kann also nichts passieren, dass einem der irgendwie abhanden kommt, auch wenn man das Zelt ein bisschen lockerer komprimiert. Gut, dann packen wir am besten auch gleich mal spaßeshalber den Gestängebeutel etwas mehr aus. Dann kann ich euch nämlich zeigen, dass da zunächst mal eine rote Stange drin ist. Kommen wir nachher zu. Eine gelbe Stange drin ist.
kommen wir auch noch dazu. Und was ich dann noch sehr genial finde, in dem Beutel selber drin, der ist jetzt noch, die kann man nicht biegen, weil da sind noch zwei zusätzliche Stangensegmente drin, in so einer kleinen eingenähten Zusatztasche. Das sind einfach noch die Ersatzsegmente, wenn einem mal ein Segment so kaputt geht, dass man es mit der Reparaturhülse nicht mehr reparieren kann, dann kann man ein ganzes Segment von der Stange austauschen. Also sprich hier so ein Segment. Das geht auch sehr einfach. Man muss dazu nur dieses Knöpfchen hier oben quasi abheben. Das geht mit einem Messerchen ganz gut, mit einer kleinen Multifunktionszange geht das ganz gut. Dann ist da eine Schnur drunter, das mache ich jetzt nicht vor. Da macht man einfach den Knoten auf, zieht das kaputte Segment ab, beziehungsweise so lange die gesunden Segmente, bis man zum kaputten Segment kommt, zieht dann das ab, macht das neue Segment, also das Austauschsegment drauf, steckt wieder die gesunden Dinger drauf und am Schluss macht man an der Schnur das Knötchen wieder drauf und setzt das Deckelchen wieder drauf und dann ist das Ganze auch schon repariert. Das ist also so idiotensicher, dass selbst ein Ben das beherrscht und das soll ja mal was heißen. Also das ganze Zeltkonzept ist alles ziemlich deppensicher und das ist ja auch wichtig, wenn ich damit klarkommen soll. Also das finde ich schon genial, einfach, dass da noch so ein kleines Zusatztäschchen, dann weiß man auch immer genau, wo die Ersatzstangen sind. Der einzige Haken ist, dieses Zusatztäschchen lässt sich hier oben verschließen. Wenn man diesen Verschluss, in Anführungszeichen, diese Kappe hier mal abgezogen hat, dann braucht man gefühlte 20 Minuten, bis man die wieder drauf hat. Vielleicht auch nur einfach, weil ich zu blöd dafür bin, aber das ist der einzige Kritikpunkt, den ich bisher am Zelt gefunden habe. Ich muss aber jetzt allerdings der Fairness halber sagen, ich habe das Ding jetzt auch noch nicht wahnsinnig oft verwendet. Ich habe jetzt erst 2 Nächte drin gepennt, kann also jetzt noch nicht 100%ig sagen, dass es jeder Witterungsbedingung gewachsen ist. Das werden wir dann sehen unterwegs. Ich will es euch jetzt einfach nur mal Interesse halber zeigen. Ich will jetzt nicht sagen, es ist das beste Zelt der Welt, aber auf mich macht es bisher einen sehr, sehr guten Eindruck. Aber ich kann es auch nicht abschließend beurteilen. Also das nochmal der Fairness halber hinzugefügt. Dann finde ich sehr interessant, diesen Verschluss hier, der ist ganz raffiniert. Wenn man da nämlich an diesen Bändel zieht, dann kann man den einfach so zuziehen. Works. Und solange man eben an dem Bändel zieht, geht der Reißverschluss, das bleibt zu, wenn man das Bändel hier nicht bedient. Wenn man aber an dem Bändel zieht, zack, geht das Ding sofort auf. Ich habe das System noch nicht so 100%ig vergriffen, aber da steckt ein System dahinter. Und das ist, hat sich irgendein Ingenieur einfallen lassen, der wusste, was er tut. Und deshalb brauche ich eine Weile, bis ich begreife, wie das eigentlich funktioniert. Ich bin ja blöd, ne? So, interessant ist jetzt, dass hier so eine Schürze drauf ist. Die dient dazu, dass man eben ein nasses Zelt ein bisschen lockerer in den Sack stopfen kann, als wirklich maximal komprimiert. Das heißt, man hat einfach noch zusätzlichen Platz im Sack, wenn man es locker aufbewahren möchte. Das habe ich jetzt zweimal gesagt. Und was ich auch nochmal genial finde, auf dieser Schürze ist im Übrigen auch nochmal die Gebrauchsanweisung drauf gedruckt. Falls man die verliert oder sie halt eben gerade nicht dabei hat und tatsächlich in der Lage sein sollte, da nochmal was nachzulesen. Da gibt es auch so Warnhinweise, wie in diesem Zelt darf man nicht kochen. Scheiden sich ja die Geister, ob man das generell nicht darf oder nur in diesem Zelt nicht oder überhaupt nicht oder was auch immer. Oder ob man es vielleicht doch darf, obwohl es oft draufsteht. Da kann man sich dann wunderbar streiten. Gut, jetzt hier hinten ist noch so eine praktische Schlaufe, die ich auch sehr praktisch finde, weil dann kann man das Zelt da wunderbar rausnehmen. Nicht wegfliegen. Legen wir mal kurz dahin. Und in dem Sack ist jetzt auch wieder eine Extratasche verbaut, in der sich das ganze Reparaturzubehör zu diesem Zelt befindet. Das da ist, das möchte ich euch jetzt doch auch noch mal gezeigt haben, eine Tube Kleber. Zusammen mit einem Pinselchen, mit dem man den Kleber überall hinpinseln kann. So, dann eine Reparaturhülse. Also die schiebt man über ein gebrochenes Stück eines Gestängesegments und das ist dann wieder halbwegs stabil. Kann man dann mit Panzertape entsprechend umwickeln, damit das dann auch hebt. Und dann ein Satz sämtlicher Materialien, die bei diesem Zelt verarbeitet wurden. Das heißt, da ist ein Stück Boden dabei, ein Stück Fliegennetz, ein Stück Außenhaut, ein Stück Innenzelt und so weiter und so fort. Von allem etwas. Und da drin befindet sich dann noch eine Ersatzstrippe. Das ist übrigens Dyneema-Schnur, Dyneema-Seil. Und irgendwo war auch noch ein kleines Nähset, das ich jetzt gerade nicht finde. Das könnte daran liegen, dass ich es... Nein, doch, da ist es. Da ist es. Also selbst daran haben sie gedacht, hier ist ein bisschen Faden und eine kleine Nadel.
und ein kleines Streicherle, mit dem man eventuell auch nochmal den Kleber verstreichen könnte. Also so ready to use ist da wirklich quasi schon mal alles dabei, was man braucht, um das Zelt notdürftig zu reparieren. Wie gesagt, auch sämtliche Materialien, die man da irgendwie brauchen kann. Es wird empfohlen, man möge noch zusätzlich eben Panzertape und eine kleine Multifunktionszange mitnehmen, damit man auch eventuell eine kaputte Zeltstange wieder gerade biegen kann. Ja, aber das ist auch so ein Detail, was ich so genial finde, einfach diese kleine Zusatztasche im Zeltbeutel mit eben einem vollständigen Satz Reparaturmaterial. Und es gibt noch ein anderes lustiges Detail, worauf ich vielleicht noch kurz hinweisen kann, bevor ich hier mich an den Zeltaufbau mache. Ja, das gibt ein langes Video, aber ich habe gerade Lust. Nämlich, die Gebrauchsanweisung ist nicht etwa aus Papier, sondern aus irgendeinem Spezialmaterial. Wenn die nass wird, jetzt habe ich gerade nichts, um sie nass zu machen, dann geht die auch nicht kaputt. Also sprich, wenn man die Gebrauchsanweisung tatsächlich im Zeltsack mit sich führt und natürlich dann irgendwann ein nasses Zelt einpackt, dann kann man sich noch immer sicher sein, dass einem nicht die Gebrauchsanweisung aufweicht. Also an sowas muss man doch erstmal denken, dass man die Gebrauchsanweisung extra auf wasserfestes Papier druckt. So. Und jetzt mache ich mir mal einen Aufbau, sobald die Karawane, die da hinten vorbeikommt, weg ist. Das ist der Haken, wenn man einen Acker hat, der an der Straße liegt, die gerne von Spaziergängern verwendet wird, weil hier so gut wie nie ein Auto vorbeifährt. Garr! Ja, und an dieser Stelle ein kleiner Kommentar. Im Prinzip muss man das Zelt einfach nur schön ausbreiten. Aufpassen, dass es dabei nicht wegfliegt, und dann muss man die Hinterseite, und das ist wichtig, wirklich die Hinterseite nehmen, also nicht das, was ich da gerade in der Hand habe, das ist nämlich die Vorderseite, und die Hinterseite an den beiden hinteren Ecken mit jeweils einem Hering fixieren. Also braucht man fürs erste Mal zwei Heringe und kann sich dann mit dem restlichen Aufbau des Zeltes im Prinzip Zeit lassen, weil dann kann es ja schon nicht mehr wegfliegen. Ja, und die befestige ich jetzt mal schnell und mache an dieser Stelle einen kleinen Schnitt. So, ziemlich raffiniert ist jetzt, dass es hier ein gelbes eine gelbe Hülle gibt, in die die gelbe Zeltstange gehört. Und die haben den Innenraum besagter Hülle wohl scheinbar so wunderbar mit irgendeinem gleitenden Material ausgefüllt, dass es super einfach ist, das Ding da durchzuschieben. Man muss auf der anderen Seite dann wahrscheinlich noch ein kleines bisschen nachheißen. Nee, geht in diesem Fall jetzt sogar so. Dann gibt es hier unten so einen Fuß und da muss die Stange dann entsprechend rein. Muss man noch ein bisschen mit dem Schnürchenzeugs hier aufpassen, dass man da nichts allzu sehr verheddert, schon zu spät, schon passiert. Stange ist nämlich, na, das hätte nicht sein sollen, seht ihr, diese Schnur sollte eigentlich nicht durch die Stange. So, aber jetzt ist hier so ein Fuß und da kommt die Stange dann rein. Da braucht man ein bisschen Kraft und ein bisschen Spannung und dann geht es. Und man kann dann hinterher mit diesem Ding hier das nochmal entsprechend ein bisschen straffer ziehen. Ganz klein wenig mache ich noch. Und dann hat man das auch schon an der Stelle soweit fertig. Und hier kann ich auch erklären, wozu eine zweite Stangensatz gut ist. Dann kann man nämlich hier noch eine Stange reinstecken. Dann wird das Zelt quasi von insgesamt 4 statt nur 2 Stangen gehalten. Was dafür da ist, dass bei super, super, super starkem Wind das Ding halt entsprechend stabiler ist. Und im Fall von Schneelast, die drauf liegt, es natürlich auch entsprechend stabiler ist. Finde ich eine geniale Idee, das einfach nochmal quasi ein Wintergestänge-Zusatz Satz möglich ist. Ja. So, und wenn man dann die Gestänge in den Hülsen drin hat und die hinteren 2 Heringe drin hat, dann muss man eigentlich nur noch auf der Vorderseite ebenfalls 2 Heringe an den vorderen Ecken befestigen und dabei zieht man das Zelt dann quasi auf, was man hier ja einigermaßen sehen kann. Jetzt hat sich da hinten noch eine Schnur verheddert, das muss ich selbstverständlich jetzt noch korrigieren. Und generell habe ich bei diesem Aufbau wirklich gelernt, wie wichtig es ist, sämtliche Schnüre, die dieses Zelt hat, schön zusammenzuknäulen zu einem schönen Bündelchen und die nicht einfach lose hängen zu lassen, weil sonst sind die ständig im Weg.
Aber ja, im Prinzip einfach aufziehen, mit zwei Heringen fixieren. Man kann da schon wunderbar sehen, dass sich da noch mehr Schnüre verheddert haben. Und dann steht das Ganze auch. Ja, es sei denn, Ben muss noch mehr Schnüre enthüddeln. Und das muss er hier nämlich gerade. Aber das können wir jetzt schneiden, weil das ist immerhin peinlich. So, also das ist die Aufbauvariante mit vier Heringen. Das finde ich auch genial. Mit vier Heringen steht das Ding erstmal. Also wenn man wirklich nur einen schnellen Wetterschutz mal braucht, weil es anfängt zu regnen und man will Mittagspause machen und hat das Zelt eh außen am Rucksack, dann kann man ernsthaft darüber nachdenken, ob man es nicht kurz die Vierhering-Version aufstellt, sich dann halt eben für Zwecke der Mittagspause drin verzieht. Und ja. Aber man sieht, es gibt jetzt hier Heringhülse, da Hering-Befestigungsmöglichkeit, nenne ich es einfach mal. Natürlich jeweils die Dyneema-Schnürchen. Da hätten wir in der Mitte tatsächlich kein Heringsdingens mehr. Aber hier ist noch ein entsprechendes Schnürchen. So waren die im Lieferungszustand ursprünglich mal. Hier noch ein entsprechendes Schnürchen. Da kann man auch wieder einen Hering befestigen. Da kann man nochmal einen Hering befestigen. Hier nochmal ein Schnürchen. Und da in der Mitte kann man auch nochmal einen Hering befestigen. So, also reichlich Abspannmöglichkeiten. Ja, dann ergänze ich hier schnell nochmal das aufgerollte Plane-Befestigungssystem in der Nahansicht. Das ist nämlich auch relativ gewöhnungsbedürftig für mich erstmal. Jetzt. Also das ist so ein Zipperlein, den kann man hier entsprechend rauf und runter schieben. Und wenn man das entsprechend durch die Schlaufe zieht und dann das Zipperlein anzieht, dann ist das wunderbar fixiert, geht aber halt nicht so einfach los wie mit einem einfachen kleinen Häkchen oder was. Das bin ich von meinem Marktor gewöhnt. Das hatte nur so einfache kleine Häkchen. Die waren in der Bedienung etwas leichter, aber dafür auch nicht so fest wie dieses Ding. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd. Aber losmachen mit einer Hand da, ja, das geht, aber da brauche ich eine Weile, bis ich das so richtig beherrsche. Ja, dann schauen wir uns mal die Apsis an. Und da fällt auf, da verläuft am Boden ein entsprechendes schnürernes, ich möchte es mal Dreieck nennen. Das dient halt dazu, dass das schön in Form bleibt und die Tür auch da bleibt, wo sie hingehört. Dann kann man das Innenzelt selbstverständlich aushängen, separat, aber standardmäßig ist es halt schon eingehängt. Und es macht ja auch Sinn, das Innenzelt eingehängt mit dem Außenzelt zusammen abzubauen. Wenn's Innenzelt super nass sein sollte, oder das Außenzelt super nass und das Innenzelt noch nicht, dann kann man es natürlich logischerweise aushängen, eventuell separat verpacken. Bei solchen Sachen ist das dann extrem praktisch, wenn das geht. Ansonsten, Platz bietet die Apsis für zwei große Rucksäcke problemlos genug. Zoomen wir noch ein wenig raus, dann kann man das besser sehen. Da sollte es keine Probleme geben. Home sweet home. Jetzt mache ich mal die Türe zu. Dann nervt mich auch nicht das halbe Dorf, das hier immer die ganze Zeit vorbeiläuft. Meint. So. Türe zu. Türe zu. Tschüss, halbes Dorf. Das heißt, es ist ja schön, einen eigenen Acker in Anführungszeichen zu haben. Noch schöner wär's, wenn der nicht so beschissen einsehbar wäre.
So. Oh, hoppla. Jetzt. Jetzt ist Türe zu. Gut. Das ist also Zelt. Was mich noch ein bisschen irritiert, ist hier vorne am Eingang. Das ist was, da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass der, guckt mal hier, quasi so ein bisschen hoch steht. Also wenn man sich mit den Beinen in die Apsis und ansonsten hier draufsetzend hinhockt, dann hockt man das halt platt. Und da habe ich irgendwie ein bisschen Bammel, ob da nicht eventuell was kaputt gehen könnte. Aber andererseits, naja, was, wieso denn? Das hier kann man auch natürlich irgendwie noch aufrollen. Und da gibt es dann auch wieder so einen Verschluss, wie außen am Außenzelt, mit dem man das entsprechend befestigen kann. Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht allzu sehr vormachen. Ja, dann erzähle ich mal kurz was zur Belüftungsvorrichtung. Die hat erstmal ein Mückennetz, auch wenn sie es wirklich hier ums... Also, ne, das ist ja doch... Klar, sie hat ein Mückennetz hinter der normalen Verschlussgedönse. Ist hier nochmal zusätzlich ein Mückennetz, das einfach dazu dient. Ich meine, das ist das Außenzelt. Da kommen natürlich Mücken rein, einfach unten drunter durch. Aber es kommen halt erheblich weniger Mücken rein, wenn man hier halt noch zusätzlich ein Mückennetz verbaut. Und deswegen haben sie zusätzlich noch ein Mückennetz verbaut. Im Übrigen ist es ein super feines Mückennetz. Da passt auch wirklich überhaupt nichts durch. Also auch keine Mitches. Und das finde ich schon relativ schön gemacht. Wenn man dieses Teil hier hochklappt, das ist dann auch entsprechend windig, dann hat man es also halt nochmal zusätzlich wärmer im Zelt. Und ja, außerdem kann man auf diesem Weg auch ein kleines bisschen rausgucken, wie hell oder dunkel es gerade ist oder ob es vielleicht regnet oder irgendwie sonst was. Und man kann dieses Ding hier natürlich auch wieder aufwickeln und dann entsprechend hier fixieren mit der Schlaufe und dem Fixiergedöns-Dingens. Kommen wir zum Innenzelt. Da haben wir erstens mal den Hinweis, dass man das Zelt eben nicht anzünden soll, weil sonst brennt's. Und wir haben hier ein wunderbares, kleines, tolles Fach, wo man Zeug verstauen kann. Und ein noch kleineres, tolles Fach, wo man Zeug verstauen kann. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal eine andere Warnung, in der auch wesentlich steht, dass das Zelt brennt, wenn man es anzündet. Und hier auch nochmal ein wunderbares Ablagefach und noch eins. So, und jetzt falle ich mal um, weil dann sieht man, man hat hier auch sogar an der Decke eine Wäscheleine unter anderem. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man da eine tolle Zeltlaterne hinhängen kann. Und ja, drehen wir uns einmal um. Bitte wenden. Und dann stellen wir fest, dass die Höhe des Zeltes nach hinten hin, das hat man ja eben von außen auch schon erahnen können, dann halt doch nochmal erheblich abnimmt. Aber Liegelänge ist, glaube ich, irgendwie 2 Meter oder was, sogar noch ein bisschen mehr. Das ist also überhaupt kein Problem. Und was ich jetzt auch noch schön finde, wenn man jetzt den hinteren Lüfter bedienen möchte, ich hoffe, man sieht das so, dann gibt es hier natürlich ein Zelt im Innenzelt, einen Reißverschluss, mit dem man hier rausgreifen kann und dann eben entsprechend da auch zumachen, wenn man das möchte. Oder da auf, jetzt war es ganz zu. Zack. Und das ist auch ein Zwei-Wege-Reißverschluss, damit man jederzeit das Ding schnell zu hat. Dann kann man das hier auch wieder entsprechend aufwickeln, kann das da hinten dann wieder befestigen und alles ganz, ganz toll, ne? Und dann macht man hier schnell wieder zu, damit auch keine Mücken ins entsprechende Innenzelt kommen. So. Wenn ich hier drin liege, werde ich wahrscheinlich meistens mit den Füßen nach hinten liegen, weil da läuft es halt, wie gesagt, doch relativ schmal ab. Aber das ist ja auch überhaupt kein Problem. Und es ist halt, wie gesagt, ein Zwei-Personen-Zelt. Wenn also man tatsächlich sich schön hier an die Seite legt, dann passt da auf der anderen Seite auch problemlos noch eine zweite Person, theoretisch auch ein zweiter Ben, ohne weiteres noch hin. Man muss sich halt zumindest ein ganz, ganz kleines bisschen lieb haben. Ja? Also es ist nicht unbedingt zwangsläufig nötig, dass man sich super, super, super lieb hat. Ich mag das Zelt. Ach ja. Bluff. So, sollte jetzt mal ganz unglaublich tolles Wetter sein, dann hat man mit diesem praktischen Zelt noch eine praktische Zusatzmöglichkeit. Ah, die Schnüre, noch ein Detail, reflektieren übrigens. Also wenn man da entsprechend mit der Lampe drauf leuchtet, da ist so ein Reflektionsfaden eingewebt in sämtliche Zeltschnüre. Also wirklich sämtliche Zeltschnüre, inklusive die Schnur, mit der man den Zeltbeutel dann zumacht. Die ist auch aus dem gleichen Material. Finde ich auch sehr genial.
Allein schon, weil man dann theoretisch auch die Schnur vom Zeltbeutel als Ersatzschnur verwenden könnte, wenn hier mal irgendwas kaputt gehen sollte. So, aber egal. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben unglaublich tolles Wetter, aber es gibt Mücken. Wir brauchen also quasi ein Zelt, um mückengeschützt schlafen zu können, brauchen aber nicht zwingend einen Regenschutz. Manche Zelte haben jetzt die Möglichkeit, dass man das Innenzelt alleine aufbauen kann. Das ist bei Tunnelzelten aber in der Regel nicht möglich. Was bei diesem Zelt stattdessen allerdings geht, ist, dass man die komplette Apsis hochstülpen kann. Also komplett aufwickeln quasi. Und das werde ich jetzt mal schnell vormachen. So, und damit hat man dann quasi ein maximal gut belüftetes Zelt, das zwar mückendicht ist, also wenn man den Eingang zumacht natürlich, aber dann auch wirklich wenig Kondenswasser bildet. Gleiches Prinzip funktioniert übrigens auch auf der Rückseite. Man muss entsprechend diese Schnur schön weit abspannen. Entsprechend diese Schnur schön weit abspannen, und wenn man dann die beiden Heringe rauszieht, fliegt das Ganze ja nicht um, weil der Bogen ja so gehalten wird durch die beiden Abspannschnüre dann, und kann dann auch da entsprechend wieder alles hochwickeln. Dann kommt halt direkt das Innenzelt zum Vorschein, aber das macht ja auch entsprechend nichts. Man hat also dann eine wunderbare Luftzirkulation und braucht sich um Kondenswasser in so richtig warmen Nächten keine Gedanken zu machen. Finde ich, ist eine clevere Zusatzoption. So, und im Hintergrund Bens Zelt, und kann man in dieser Einstellung, glaube ich, noch mal ganz gut sehen. Das Ding gibt es in mehreren Farben. Und warum habe ich wohl diese Farbe genommen? Die ist möglichst unauffällig. Das ist also für irgendwelche getarnt Übernachtenzwecke natürlich erheblich besser geeignet als ein knallrotes oder blau. Blau ist immer überhaupt eine Farbe, die sehr, sehr, sehr gut auffällt in der Natur, denn es gibt so ein Blau als Naturton mitten in der Landschaft, gibt es überhaupt nicht. Das heißt, Blau so das Schlechteste, wenn man nicht gesehen werden möchte. Wenn man hingegen gesehen werden möchte, dann ist das natürlich eine sehr gute Alternative. Genauso wie Rot. Zum Schluss, was ich noch zu erwähnen vergessen habe, dass der Rand unten am Zelt eine andere Farbe hat als dieser Bereich hier. Das ist nicht nur optischen Gründen geschuldet, sondern die haben gedacht, es wäre eine gute Idee, wenn man das untere Material, wo vielleicht eventuell mal jemand drauf tritt und wo ja natürlich auch eine gewisse Spannung dran, ein gewisser Zug drauf sitzt, weil das entsprechend da ja auch abgespannt wird an den anderen Punkten natürlich auch, wo man das halt machen kann, haben sie sich gedacht, wir machen den unteren Bereich, also quasi das letzte Stückchen, aus einem doppelt so festen Material wie die Standardzeltoberseite. Das ist also ein entsprechend 40D Nylon, und da oben haben wir dann ein 20 Denier, oder wie das heißt, diese Angabe für die Reißfestigkeit von Nylongewebe. Ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls, das ist nur halb so reißfest wie das da unten, aber trotzdem, beide sind sehr, sehr, sehr reißfest. Und generell habe ich mir jetzt gespart, irgendwelche Angaben zur Qualität und Verarbeitungsqualität von dem Zelt zu machen. Die ist einfach ganz hervorragend. Also man findet da keine Naht, die nicht irgendwie wirklich ganz sorgfältig und super ausgeführt wäre. Da gibt es überhaupt nichts zu nörgeln. Habe noch wirklich keine einzige Stelle gefunden, wo auch nur irgendein winzig kleiner Faden abstehen würde oder irgendwas auszusetzen wäre. Also darf man bei Fjällräven und für 650 Euro ja auch durchaus ein bisschen Qualität erwarten. Und ja, die ist auf jeden Fall gegeben. Also ich bin da bisher sehr, 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 sehr zufrieden mit. Hab noch keinen Nachteil gefunden am entsprechenden Zelt. Bleibt halt abzuwarten, wie es sich dann entsprechend anstellt in Regionen, für die man sich so ein Zelt dann auch tatsächlich kauft. Weil für Deutschland braucht kein Mensch ein 650 Euro Zelt. Braucht man wirklich nicht. Das wäre absoluter Blödsinn. Ist ja für mich wirklich nur wegen meiner Skandinavien-Tour jetzt eine Anschaffung wert gewesen. Und weil ich halt generell noch ein tolles Zelt haben wollte, falls die Zombies kommen oder so.
Und selbstverständlich braucht man auch für eine Skandinavien-Tour, wenn man jetzt Einsteiger ist und sich nicht sicher ist, ob man sowas sein Leben lang machen wird, gleich so ein teures Zelt nicht kaufen. Also da tut es dann durchaus auch ein Einsteigermodell. Also ich muss hier wirklich mal darauf hinweisen, nur wenn man wirklich genau weiß, das ist mein Lebensinhalt und mein absolut liebstes Hobby, was ich noch, solange ich irgendwie kriechen kann, betreiben werde, dann macht es meiner Meinung nach Sinn, sich dann halt wirklich mal ein absolut hochwertiges Zelt zuzulegen. Hilleberg-Zelte, da wäre man jetzt beim Zwei-Personen-Zelt, zum Beispiel dem Nalo 2 GT, ich glaube bei knapp 1000 Euro. Also das ist schon nochmal einen deutlichen Zapfen teurer. Das war mir zu übertrieben. Aber ja, in der Preiskategorie kommt dann auf Platz 2 der Hersteller, die dann am zweiteuersten sind, auch dann wirklich relativ bald Fjällräven. Ist also nicht unbedingt ein Porsche, aber auf jeden Fall ein sehr guter Mercedes. Irgendwie so könnte man das, glaube ich, zusammenfassen. Und ja, es muss halt jeder selber wissen, ob man sowas braucht. Man braucht es, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, für Deutschland wirklich nirgends. Da braucht man so ein gutes Zelt einfach nicht. Punkt. Auch nicht im Winter, ja, im Winter vielleicht. Im Winter vielleicht. Gut, und überhaupt generell, angegeben ist das gute Stück als ein 3-Jahreszeiten-Zelt mit durchaus Wintereignung, solange es nicht zu extrem wird. Soll heißen, ein leichter Winter, also wenn man weiß, es gibt gutes Wetter, dann kann man ohnehin mit dem Ding dann wunderbar auch nochmal draußen pennen. Dass es sich um ein potenzielles Winterzelt handelt, kann man auch daran erkennen, dass der Zeltrand bis unten auf den Boden runtergezogen ist. Viele Leichtgewicht-Trekking-Zelte, die für den Winter dann nicht mehr geeignet sind, haben hier dann noch ein ganzes Stück abstehend quasi vom Boden, also fehlendes Material. Das spart selbstverständlich Gewicht, verbessert unter Umständen noch mal ein wenig die Ventilation. Aber ja, es ist halt auch nicht so stabil und vor allen Dingen auch nicht so warm, weil im Zelt ist es immer wärmer als draußen. Und da ist es dann natürlich super praktisch, wenn der Boden bis unten runtergezogen ist, dann geht einem auch weniger Wind entsprechend ins Zelt. Und wenn man doch Belüftung haben möchte, dann sollte man natürlich die entsprechenden Lüfter benutzen. Im Übrigen, apropos Wind, im Idealfall ist das die Windrichtung. Wenn man also das Zelt perfekt aufgestellt hat, kommt der Wind von hinten, kommt über die flache Seite hoch, über den ersten schmäleren Bogen, also niedrigeren Bogen, bis dann erst zum höchsten Punkt und läuft dann hier vorne dann halt noch entsprechend aus. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Rest vom Zelt halt auch noch aufgebaut bzw. aufgespannt ist. Also sehr raffinierte Sache, und solange man das wirklich richtig aufstellt und richtig in den Wind stellt, ist es wohl auch scheinbar extrem windstabil aufgrund dessen, dass das so langsam ansteigt und dann entsprechend wieder runter geht. Also für ein Tunnelzelt wohl wirklich hervorragende Windstabilitäten. Ja, und wenn man es dann wirklich im Winter verwenden will, ich habe es ja schon gesagt, die Option des zweiten Gestängebogens jeweils, um auch wirklich enormen Lasten und enormen Winddruck dann standzuhalten, ohne auch runter platt gedrückt zu werden, was insbesondere auf der Seite, wo der Wind zuerst angreift, natürlich noch mal ein bisschen mehr Rolle spielt, eine größere Rolle spielt. Das soll es gewesen sein. Wollte ich euch halt einfach mal zeigen, wollte auch für mich selber noch mal ein bisschen mit dem Ding rumspielen, ein bisschen üben. Das war jetzt erst mein zweiter Aufbau. Entsprechend dämlich habe ich mich natürlich auch angestellt. Aber gut, deswegen testet man es ja, damit man das dann schon weiß, bevor man unter Umständen bei strömendem Regen am ersten Wandertag dann mitten auf dem Fjell steht und jetzt sein Zelt aufbauen soll, was man nun mal in der Theorie, in der Gebrauchsanweisung gelesen hat. Ist nicht so gut. Das sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Ich laber schon wieder zu viel. Ich gehe jetzt einkaufen und dann was essen. Und im Übrigen, irgendwo hier, und ich muss wirklich mal den örtlichen Förster fragen, gibt es wohl noch ein kleines Stückchen Wald, was auf unser Grundstück rausragt. Heißt, aufgrund dessen, dass der Wald im Laufe des Bestehens dieses Grundstücks etwas gewachsen ist, besitze ich, meine Vorfahren und irgendwann auch ich, besitzen wir tatsächlich ein paar Quadratmeter Wald. So quasi durch Zufall. Ursprünglich war das wohl nie geplant, dass dieses Grundstück ein Waldgrundstück sein sollte, aber der Wald hat das halt nicht interessiert. Der ist halt trotzdem ein Stückchen ins Grundstück reingewachsen. Leider weiß ich wirklich nicht, wo diese paar Quadratmeter Wald sind. Ich muss da irgendwann mal den örtlichen Förster fragen. Das würde mich doch wirklich zu sehr interessieren, ob mir da nicht vielleicht eventuell zum Beispiel diese Eiche gehört. Da kriegt man Dollarzeichen in den Augen. Gut, aber wie gesagt, ich wollte jetzt Schluss machen. Macht's gut. Winke, winke. Tschüss.